Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play von Hogwarts Legacy, Folge 77. Ich bin immer noch in Henriettas Versteck, denn ich habe den Schatz natürlich noch nicht gefunden. Es hat natürlich was mit dieser Statue zu tun. Das haben wir auf der Karte schon gesehen. Habe ich auch in der letzten Episode schon gesehen. Aber ich dachte, ich hole den Schatz lieber jetzt, heute. Also, willkommen zurück zum Let's Play hier. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und auch danke für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Und dann werden wir dann mich entdecken, wie das hier funktioniert. Mit diesem Rätsel. Wie gesagt, ist auf der Karte natürlich deutlich zu sehen. Hier ist der Greif und hier sind die Feuerschalen, die an sein müssen. Und hier ist auch der Hinweis, dass man sie mit Eis ausmachen kann. Also, wir haben hier den linken, dann den rechten und bei rechts dann doch den unteren und dann ein oben. Genau von vorne. So gucken wir jetzt auf die Statue drauf. Links, rechts, unten, oben. So gucken wir auf. Also ballern wir mal hier an. Protego. Genau, mit Protego. Aber vielleicht sollte ich einen anderen Feuerzauber nehmen, weil der hier immer zwei anbrennt. Weil wir könnten den dann einzeln dann auch wieder ausschalten. Hier können beide brennen. Das wäre nicht so das Problem, weil die hier müssen sowieso beide an. Wenn ich hier so hinschieße, kriege ich dann beide? Confringo. Ja, guck mal, das ist doch nicht schlecht. Und jetzt halt nur die da. Schön. Mal sehen, was wir da haben. Das war eigentlich falsch, weil der hier jetzt noch leuchtet. Der hier darf nicht an. Gracias. Schön. Mal sehen, was wir da haben. Siehst du? Deswegen war der Schatz eben nur kurz auf und dann wieder zu. Darum wohl die ganze Aufregung. Was? Okay, 400 waren dabei, aber... Die Handschuhe sind nicht mal farbig irgendwie. Die sind ja auch hier nicht mehr drin. Bei Ausrüstung? Handschuhe? Sind sie nicht. Ha. Nur wegen dem Geld? Hier sind die auch nicht. Die Handschuhe sind verschwunden. Naja. Jetzt haben wir den Schatz geholt. Und somit ist die Aufgabe auch komplett abgeschlossen. Dann können wir mal zu der anderen Burgruine nochmal fliegen, um zu schauen, ob da wirklich noch diese Glocken zu finden sind. Irgendwo in der Mitte der Landzunge. Hier ist auch noch eine Burg. Ist halt die Frage, welche das ist. Und welche noch so instand ist, dass da so viele Glocken drin hängen, wie wir die auf der Karte gesehen haben. Hier ist das große Teil. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja. Hier höre ich nur ein paar Frösche. Revelio. Also hier sind auf jeden Fall keine, glaube ich. Obwohl das hier schon mittig wäre, ne, hier. Wenn man die Karte ansonsten ist das... Macht die große Burg am meisten Sinn. Hier. Richtig fett, mittig. Barf. Ja, das ist da. Da sind aber halt auch sehr, sehr viele, viele Gegner. Da, guck mal, da war Leuchte, da waren die Glocken schon. Habt ihr sie gerade gesehen? Da. Vielleicht, wenn ich mich sieht aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Vielleicht, wenn ich mich hier hinstelle, vielleicht sieht mich gar keiner. Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein, kein Wunder. Erinnerst du dich an deinen Angriff? Wahrscheinlich brauchen wir mehr Holz, wenn wir nicht erfrieren wollen. Das raue Wetter scheint uns zu verfolgen. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Hier unten wird das dann angezeigt. Da muss man halt nur wissen, welche ist. Die ist ganz unten. Okay. Aber die
Leute, die hier wohnen, die Gegner scheinen das gerade nicht zu interessieren, dass die Glocken hier läuten. Das finde ich schon mal schön. Also wirklich hier. Okay, die andere war die hier. Hier kann ich ja die Reihenfolge sehen. Also das da ist diese hier, ne? Die da. Ist ja dazwischen. Also hier, das ist die 1. Die. Dann die eine da über. Die hier. Ne, es ist 2 da über. Oh Mann. Das hier müsste die erste sein. Danach müsste dann diese hier sein. 2. Also hier, ne? 1, 2. Drei. 4. Oh Gott, ey. Man müsste sich das mal nebenher aufschreiben, weil... Ah, die, ich muss nach wieder unserem anfangen. Kleinen Besuch braucht Lore Hawksfield neue Waren. Die ist das da, ja. Das sind immer die... Guck mal, die auf dieser Seite sind die zwischen den... Die auf den Strichen sind. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Das ist definitiv die erste. Überhaupt hier? Wir sollten im Eberkopf sein. Das ist reine Zeitverschwendung. Aber der eine muss weiter hier hoch sein, ne? Hätte ich den da nehmen sollen. Den da, ja. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich direkt zum Eberkopf. Oder vielleicht gehe ich gleich. Vielleicht finde ich auch. So, jetzt, also die auf der Linksseite sind immer die, die auf dem Strich drauf sind. Diese hier. Die hier immer auf der Linie. Diese hier immer voll. Okay. Dann ist das immer noch die erste. Und hier ist dann der dritte. Der hier. Das ist der. Also 1, dann die dritte. Von der 1, 3. 1, 2, 3, 4. Dann die vierte. Also 1, 3, 4, 5. Ich kann ja erstmal bis dahin spielen. Weise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. 1, 3, 3. Wenn man das hier mal sieht, da. Sieht doch schon echt aus. Da unten gerade einer angefangen zu pfeifen. Macht er mit? So, jetzt bin ich da. Dann geht's jetzt wieder einen runter. Hier. Also von dem hier auf den hier, ne? Der. Und dann ganz oben. Der. Oder? Ja, ne? Ich war jetzt hier. Also. Der dritte und der ganz oben. So. Jetzt noch 2, oder? Ganz oben. Das hier ist hier der ganz oben. Und dann den. Ist das der da unter, ne? Also der und der. Dann sollte es hoffentlich stimmen.
Das ist einfach die Harry Potter-Melodie. Man fragt sich, ob das Leben tatsächlich vom Schicksal folgt. Ein Schatz. Ja, das war wie die Harry Potter-Mucke. Wenn man die am Ende... Wenn man die dann hört, okay, dann macht's Sinn. Aber ich kann halt null Noten lesen. Ich mache immer, also wenn ich Musik mache, mache ich mir das nach meinem Gehör. Ich habe Noten lesen ist nicht so meins. Da habe ich mich noch nie so richtig, also früher in der Schule mal kurz mit beschäftigt, aber habe es nie gelernt. Aber cool, dass man dann die Melodie dann hört. Hat mir gefallen. So, dann machen wir weiter. Gehen wir erstmal dahin oder hier? Das ist dichter dran, ne? Nächste Aufgabe. Alles so eine kleine Dörfer hier, ey. Wir können uns mal anschauen, wie der Mantel aussieht, den wir gerade bekommen haben. Der müsste dann ja auch hier beim Erscheinungsbild irgendwo sein. Das da ist der. Wie heißt denn der? Langmantel des Schatzsuchers. Okay. Hätte eine andere Farbe sein können. Aber ist nicht so schlecht eigentlich. Geht. Mit dem Zeichen drauf. Vielleicht die letzte Schatzkarte im Spiel gewesen. Ich glaube, für die Welt hier draußen passt das ganz gut, der Mantel. So, was haben wir denn hier? Leben hier noch Leute? Da unten. Das sind Kinder. Redet ihr oder sollte man euch hören? Ich höre euch nicht. Da oben. Oh, eine Dame am Grab. Geht's hier wieder um Trauer? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Geht's da wieder um Trauerbewältigung hier oben? Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Diesen Dieben, die hier ihr Unwesen treiben, muss Einhalt geboten werden. Oh, ich glaube, die ist nach Rache aus oder Gerechtigkeit. Alles in Ordnung, Madame? Olivier, Madame Olivier, und nein, nichts ist in Ordnung. Diese Erschwinderinnen haben das nahegelegene Schloss Clagmar heimgesucht. Und sie stören nicht nur unseren Frieden, sondern auch den Handel. Es sah so aus, als würden sie sich endlich davonschleichen, bis Sylvanus Selwyn auftauchte. Sylvanus Selwyn? Er ist die Oberratte. Wenn jemand Selwyn ausschalten würde, würde sich der Rest der Erschwinderinnen auflösen. Aber Selwyn ist ein erfahrener Zauberer. Ich kann mich nicht selbst um ihn kümmern, auch wenn ich es gern täte. Ich weiß nicht weiter. Ich dachte, Rookwood führt die Erschwinderinnen an. Wer ist denn Sylvanus Selwyn? Den Namen höre ich jetzt aber zum ersten Mal hier im Spiel. Sylvanus Selwyn? Ich dachte, Victor Rookwood führt die Erschwinderinnen. Genau. Selwyn ist einer von Rookwoods Leutnants. Nicht ganz so furchteinflößend wie Theophilus Harlow, aber dennoch gefährlich. Okay, so einer wie Harlow also. Wo ist das Schloss? Das war das, wo die Locken waren, ne? Wo liegt Schloss Clagmar? Die Burg Clagmore liegt an der Südküste, südwestlich von hier. Danke. Und was tun die denn so Schreckliches? Was ist so gefährlich an den Erschwinderinnen? Sie sind keine typischen Diebe und Erpresser. Nicht, dass typische Diebe und Erpresser nette Gesellschaft wären. Sie wollten die arme Bella Navarro nicht in Ruhe lassen. Sie hatte ihnen alles gegeben, aber sie bedrohten sie trotzdem weiter. Sie wollte zu ihrer Familie nach Italien zurück, verlor fast ihre Existenzgrundlage. Sie sind grausam. Okay. Ich kümmere mich um die. Ich könnte mich um Selwyn kümmern. Oh nein, eine Schülerin kann es doch nicht mit Selwyn aufnehmen. Aber ich setze ein schönes Kopfgeld auf ihn aus. Sagen Sie es gerne weiter. Nee, das Kopfgeld hole ich mir selber. Ich will nur, dass in Crackcroft wieder Normalität einkehrt. Ich bin es leid, unter Selwyn und seinen Kumpanen zu leben. Okay. Jagd auf Selwyn. Die wird Augen machen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Sylvanus Selwyn muss weg. Das war ein Spruch. Sylvanus Selwyn muss weg. Okay. Wenn eine Schülerin bereit ist zu töten, höfliche Kämpfe, dann sind wir es auf dem Besen.
Sylvanus Selvin muss weg. Einfach weggemacht. Blutrünstig heute. Aber ist natürlich die Burg, wo wir eben Glocken gespielt haben. Könnte sein, dass die da vom Level her vielleicht ein bisschen höher sind. Das muss das Schloss von Sylvanus Selwyn und seinen Dieben sein. Mhm. Wenn ich ihn erwische, sollte ich die ganze Gruppe auflösen können. Vielleicht schaue ich mich bei Feldkroft mal nach Wolf. Ich weiß noch, wie mein Vater von diesen Zeiten sprach. Gut, dass das die ganze Burg kein Dach mehr hatte, kann ich einfach hier geil reinfliegen. Mich hier drin schon mal positionieren und verstecken. Und jetzt Selvin einfach von hinten ausschalten. Dass hier keiner drin ist. Hoffentlich ist die Tür da vorne nicht abgeschlossen. Sonst hätte ich ein Problem. Hier drin sind nicht mal geile Kisten. Da ist Selvin. Vielleicht kann ich seine Wachen weglocken. Welcher ist es denn? Der Große da? Vielleicht kann ich seine Wachen weglocken. Ich komme jetzt hier nicht mehr aus dem Raum raus. Außer ich fliege wieder oben mit dem Besen, ne? Gut, dass ihr da abgeschlossen habt, das Tor. Es macht mir nichts aus, diese Umhangswedler in Crackcroft auszunehmen. Falls Selvins Plan aufgeht, werden wir dann... Da weiß man ja gar nicht, wie man da rein und rauskommen soll, wenn die Tür abgeschlossen ist. Da ist Selvins Position. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Welcher von denen ist es denn? Da, 37, Junge, Alter. 37, der wird auf jeden Fall das Anschleichen von hinten überleben. Bei dem Level. Den kann ich mit dem Totalus nicht komplett versteinern. Bis ich in Rente gehe, habe ich einen... Du hast jetzt Rente. Viel Spaß in deiner Rente. Selvin wäre dieses Loch genauso leid wie wir, wenn er hier schon so lange kampieren würde. Mich nervt es, dass dieses Gebiet oft... Ich könnte einfach abhauen, ohne auch nur einen von euch mitzunehmen. Ein paar Ihr Probleme mit der Framerate hat. Verwandelt. Ich hasse das, diese Lampen hier immer. Kann sich aber nicht geil hinten ran schleichen. Na, der wird das überleben. Mal die Hälfte, ey. Protego! Expulso! Aber dafür hat das noch ganz gut geballert. Ich korrigiere es nicht, dass deinen Augen verschwindet. Expulso! Du hast unseren Kugel geklaut. Also ihren Kugel. Expulso! Contringo! Okay. Das war's mit Selwyn. Ich sollte mit Madame Olivier in Crackcroft wegen des Kopfgelds sprechen. Okay. Ich nehme auch hier noch eure geilen Schatzkisten mit. Oh, Untoter! Und jetzt verziehe ich mich. Muss mich nicht mit der ganzen Burg anlegen. Frisst Staub, ihr Elenden! Weil wenn die sich jetzt auflösen, wenn der Anführer weg ist, dann ist das ja kein Problem. Da unten ist auch noch ein Höhleneingang da. Gucken, ob dafür doch später eine Quest reinführt. Ist auf jeden Fall eine andere Burg. Und mal gucken, was jetzt die Dame sagt. Dass eine Schülerin den großen Sylvanus hier abgeschlachtet hat. So schwer war es nun auch nicht. Waren halt viele Gegner da. Oder sie glaubt uns jetzt nicht, aber... Haben Sie Neuigkeiten über Sylvanus Selwyn gehört? Ja, der ist tot. Ich habe mich um Selwyn gekümmert. Sie haben Selwyn besiegt? Bei Merlins Bart. Eine Schülerin hat einen von Rookwoods Schergen zu Fall gebracht. Dann gehört dieses Kopfgeld wohl Ihnen. Wohlverdient. Gut, dass sie das nicht nochmal nachcheckt. Irgendwie. Ich brauche aber eine größere Belohnung, weil ich Schülerin bin und das deswegen doppelt so schwer war. Die Sicherheit von Crackcroft ist bestimmt mehr wert.
Oder sollen die Erschwinderinnen erfahren, wer ein Kopfgeld auf Selwyn ausgesetzt hat? Was für eine miese Ratte! Keine Ehre! Sie sind schlimmer als die Erschwinderinnen! Gut, ich kann ihnen mehr geben. Aber damit sind wir fertig. Es ist Zeit, dass in Crackcroft Frieden einkehrt. Gut. Nehmen Sie Ihr Geld und verschwinden Sie. Ja, mach ich. Ich bin zwar froh, Selwyn los zu sein, aber ich will Ihr Gesicht nicht mehr in Crackcroft sehen. Ich hoffe, das wird ja eine Lehre sein, eine Schülerin hier nicht nochmal so zu unterschätzen. Hat sie selber Schuld. Deswegen nehmen wir ihr ein bisschen Geld aus der Tasche. So. Dann machen wir die nächste Aufgabe. Das war jetzt hier in der Ecke. Wir können da noch hin. Hier. Ganz auf der anderen Seite der Küste benutzen wir das Netzwerk. Warum nicht? Dafür ist es da. Huch. In der Hütte. Hallo. Lumos, guck mal. Er steht in Motten. Nee, das, macht er sich jetzt Schnee? Ich dachte eben, das wäre ein Fliegen, weil er Lumos gemacht hat. Aber es scheint ein bisschen frostig zu sein bei ihm. Zieh dir eine Jacke an. Was ich auch nicht finde, die Gegner heißen Aschwinderin und hier sind immer Eier einer Aschwinderin. Ich glaube nicht, dass diese Gegner, die wir bekämpfen, immer die Eier legen. Aber Aschwinder sind halt auch noch irgendwelche Tierchen. Ups. Damit man da nicht mit den Namen durcheinander kommt, was Aschwinderinnen sind. Lebt hier jemand? Oh, das ist aber schön. Guck mal an. Dieses Anwesen ist noch prächtig erhalten. Mit einem kleinen Irrgarten. Aber gut, das Dach ist da ein bisschen kaputt, aber sonst. Voll so eine Untoten! So eine kleine Lordschaft hier. Verflucht ist es aber. Ich muss nach unten. Wie komme ich denn da runter? Also wo ist da? Hier vielleicht. Ah, ist das der Eingang, den ich... Nee, das ist woanders gewesen. Wie kommt man da rein? Wie kommt man da rein? Zweifellos schon lange verlassen. Ja. Frage ist aber, wie man unten reinkommt. Ob das im Anwesen drin ist oder ob an Höhleneingang irgendwie an der Seite ist oder sowas. Da oben ist ja auch noch so eine Kathedrale. Oder Mausoleum hier. Öffne die verschlossene Truhe unter dem alten Herrenhaus im Tal. Also wenn es unter dem Herrenhaus ist, vielleicht in den Herrenhaus reingehen. Lass sie vielleicht mal anmachen. Aha. Das könnte auch ein Eingang sein. Gut, dass wir diese Statuen jetzt schon bei Henrietta kennengelernt haben. Ah. Zeit, jemandem. Zeig den Lego. Ailsa Travers. Wer bist du? Kindischer Zauber. Kindisch? Campringo. Bitte. Muss ja nicht jeder gleich Totenbeschwörer spielen, ey. Bitte. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Ist das ein Untoter mit einem Hut auf? Campringo. Nein. Ja, das ist der Herr des Hauses. Herr des Hauses. Ich glaube, die hat ja alle mal abgeschlachtet, die hier gelebt haben. Und nein, nicht die. Oh je, tat das weh. Ich werde dir gleich zeigen, wie das weh tut. Du hast den Dreh ein. Wolltest du noch was sagen gerade? Ich habe dich nicht verstanden. Was war das denn für ein Geräusch? Hier passiert, glaube ich, noch mehr in dem Gewölbe da vorne. Hier ist eine Quest. Alohomora. Das ist die Kiste, die ich plündern soll dafür.
Er hat einfach den alten Herr des Hauses beschworen als Untoten. Ach komm, wie viele Schatzkarten gibt es hier in diesem Gebiet? Wo soll das denn schon wieder sein? Da sind so Stonehenge-Steine davor. Aber wo ist denn das auf der Karte? Da ist halt... Sie zeigen mir doch nur Felsen an. Soll da irgendwie ein Fluss sein? Und dann sind da Bodenplattformen. Und die soll ich mit Flipendo umdrehen. Da ist Flipendo-Zauber da dabei, dass man diese Steine da irgendwie umdreht. Irgendwo in so einer Felsspalte, wo vorne Steindungs, die Torbögen sind. Ich müsste irgendwie das hier finden. Ich weiß aber nicht, wo das hier ist. Weil das ist doch nicht die Map von oben, oder? Das ist doch hier... Was soll das hier sein? Wäre sicher interessant zu sehen, wohin sie führt. Mhm. Hier im Süden gibt es nur Schatzkarten, ey. Was ist das hier für eine riesen... Alles voller Untote. Der alte Weinkeller des Hauses. Hä? Alles, das nicht ein wenig Flächenschaden hat, so ein Sprengfass. Hä, wo ist der hin? Findo! Hä? Was für eine Kurve war das denn? Ich glaube, dass... Findo! So viel bringt das hier nicht mehr. Findo! Da bringt Potego nichts. Campringo. Platzier. Campana. Optisch ganz hübsch, wenn man die einfriert und dann Bombarda macht. Alle Homura. So komme ich wahrscheinlich auf anderen Wege raus, wo oben das Anwesen ist. Dann hätte man sich wahrscheinlich, wenn man den Weg genommen hätte, durch die Untoten kämpfen müssen, bis man die Frau hinten bei der Kiste erreicht hätte, die dann die Untoten auch beschworen hat, wenn man hier den Weg gegangen wäre, durch das Anwesen. Das konnte ich aber ganz gut überbrücken. Weil ich ja oben bei dem Mausoleum reingegangen bin. Da habe ich Glück gehabt, dass ich den Weg da oben dann zuerst genommen hatte. Also da, beim Grab vom Herrn des Anwesens. Ziemlich gut. Aber wo das andere dann sein soll? Irgendwo vielleicht an einem Fels? Muss man sich die Karte nochmal angucken, wie das da aussah. Hier hinten war ja irgendwie noch so eine Höhle unten, aber wichtig ist das zu sehen, wie, wo diese Stonehenge-Statuen, diese Steinaufbauten vorstehen. Das ist ein guter Anhaltspunkt, ob das hier irgendwo ist. Weil Wasser oder so wurde jetzt nicht gezeigt. Irgendwie vielleicht so eine Felsformation hier oder hier. Da könnte es vielleicht sein, Küste von Feldcroft. Vielleicht hier, guck mal. Hier so drin? Wenn ich da hingehe, wie sieht denn das hier aus? Irgendwo in so einer Einbuchtung könnte das sein. Hier? Nee. Hier sind auch Steine davor und hier ist auch so ein... Das sieht eher aus wie uralte Magie und hier ist auch so ein Bereich. Aber nicht das von der Schatzkarte. Aber hier geht's gut rein. Aber ich glaube, da komme ich noch nicht rein.
Habe ich schon mal diese Stonehenge-Statuen-Dinger gesehen? Ich glaube ja, dass ich mit dem Besen mal drum geflogen bin, aber das ist auch, glaube ich, schon ein paar Wochen her, dass ich das gesehen hatte. Als ich hier in dem Gebiet so ein bisschen rumgeflogen bin. Finde ich bestimmt wieder, wenn ich mich ein bisschen umsehe. Ansonsten gibt es ja auch noch andere Aufgaben, die wir vorher noch machen können. Da lassen wir uns dann nicht damit aufhalten. Okay, gut, Leute, das war die heutige Episode. Wir haben uns um einen gefährlichen Gangster gekümmert. Haben der Frau dann noch ein bisschen Geld aus der Tasche gezogen. War also wieder sehr lukrativ für die Schülerin. Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Episode. Und dann bis zur nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Ciao, ciao.